Ein Nachlassen der Kräfte, chronische Erkrankungen oder unvorhersehbare Schicksalsschläge. All das kann zur teilweisen oder vollständigen Mobilitätseinschränkung führen. Viele Menschen sind dann auf Hilfe angewiesen. Angehörige können oftmals die Betreuung nicht stemmen. In diesem Fall kommen sie zum Einsatz, die mobilen Pflegekräfte der Caritas Oberösterreich. Was kann man sich unter dem Begriff mobile Pflege genau vorstellen? Mobile Pflege bedeutet für die Menschen, für die Älteren, dass sie in ihrem Umfeld zu Hause bleiben können und solange es möglich ist, betreut werden. Es gibt drei Berufsgruppen, das sind die Heimhilfen, die Fachsozialbetreuer Altenarbeit und die Diplom-Gesundheitskrankenpfleger. Je nach Bedarf werden die dann koordiniert und betreut und eingesetzt, was die Menschen dann brauchen. Insgesamt sind 27 Mitarbeiter für die Gemeinden Pram, Haag, Rottenbach, Geboldskirchen, Weibern, Gaspolzhofen, Eistersheim und Meckenhofen zuständig. Bei Bedarf kommen sie sogar mehrmals täglich, auch an Sonn- oder Feiertagen. Welche Aufgaben kommen im Arbeitsalltag auf Sie zu? Das fängt an beim alltäglichen Dingen wie spazieren gehen, Einkäufe erledigen, Arztbesuche machen, Körperpflege, Blutdruck messen, Medikamente richten, Verbandswechsel machen und einfach für Sie da sein. Mobile Pflege in Zeiten von Corona, gerade bei der Hochrisikogruppe, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen wichtig. Wie hat die Pandemie die Routine verändert? Also für uns hat es sich insofern verändert, weil wir täglich jetzt mit Masken arbeiten müssen, bei Bedarf auch mit Schutzkittel, Schutzbrille und Haube. Für uns Mitarbeiter steht jetzt Testen am Programm, vermehrte Händedesinfektion. Und für die älteren Menschen ist es sehr schwierig, dass sie uns verstehen, weil viel hören recht schlecht und dann Lippen lesen, das fällt jetzt weg. Dadurch müssen wir deutlicher und lauter sprechen. Und was auch noch dazu kommt, dass uns teilweise nicht mehr erkennen, weil nur mehr nur die Augen sichtbar sind. In der Betreuung ist es wichtig, die Fähigkeiten und individuellen Lebensgeschichten sowie Gewohnheiten und Rituale der Kunden zu berücksichtigen. Zudem ist man bemüht, auch die Wünsche und Bedürfnisse der Angehörigen in den Betreuungsplan einzubinden. Welche Fähigkeiten sollte eine Pflegekraft Ihrer Meinung nach mitbringen? Ich bin froh und ich weiß, dass Sie ausgebildet sind, dass das super passiert, was Sie mit mir machen. Ich muss sagen, ich freue mich, dass Sie immer so gut drauf sind, wenn Sie kommen. Sie haben gleich ein wenig Spaß dabei. Ich bin dankbar. Das sage ich fast jedes Mal zu Ihnen. Wenn Sie kommen, kann ich das nur sagen, dass ich dankbar bin, dass das gibt. Weil das wissen ja nicht alle. Der tägliche Kontakt zu den Menschen entschädigt für all die Herausforderungen, die der Beruf mit sich bringt. Welches Erlebnis aus Ihrer Tätigkeit ist Ihnen bis heute ganz besonders in Erinnerung geblieben? Ich bin jetzt 10 Jahre in der mobilen, das kann ich gar nicht alles aufzählen und es gibt so viele schöne Erlebnisse. Und ein Erlebnis kann ich schon sagen, das war ganz zu meiner Anfangszeit. Da habe ich eine ältere Frau gehabt, die hat sich immer so gefreut auf meinen Besuch. Und die hat schon in der Früh gewartet draußen, hat drinnen das Frühstück schon hergekriegt gehabt und hat mir schon gewachelt, wenn ich zurückgefahren bin. Hey, nein, das ist jetzt, ja, da bin ich über nah am Wasser gebaut, wenn ich das erzähle, weil es einfach wirklich so schön ist. Die mobilen Pflegekräfte unterstützen ältere Menschen im Alltag und sind auch für Jüngere im Einsatz. Haben Sie die Entscheidung für den Pflegeberuf je bereut? Ich habe nie bereut, weil es immer wieder schön ist, wenn man so viel Herzlichkeit von den Leuten zurückkriegt. Und das ist eigentlich der größte Dank, was man für eine Arbeit kriegen kann. Menschen glücklich zu machen, ist wohl das Schönste an einem Beruf.